Servus dem All und grüß euch die Buben. Ja, wie man wieder sieht, ich bin mal wieder an der Donau unterwegs. Wir hatten leichten Schneefall in der Früh, aber es dauert wieder alles. Wir haben 2 Grad plus. Und ich dachte mir, ich schaue mal wieder ein bisschen zu meinem Lager, wie es dort ausschaut an der Donau. Und ein bisschen relaxen und die Zeit gut gehen lassen. Ja, und in dem Sinn denke ich, ihr seid sowieso wieder dabei. Also, gehen wir. Ja, das Wetter weint es wieder mal gut mit mir. Sonnenschein, also absolut super Wetter. Ja, wie gesagt, wir haben so 2-3 Grad. Ich habe auch beim Herfahren schon Schneeglöckchen gesehen. Jetzt haben sie die Köpfe schon offen. Wahnsinn. Ja, aber trotzdem, mich zieht es etwas zum Lager. Mal schauen, wie es dort ausschaut. Und wie gesagt, dort ein bisschen relaxen. Ja, einfach nur herrlich hier. Das Wasser ist auch super klar wieder mal nach langem. Ja, wer meine Videos verfolgt, der wird diese Wurzel hier schon erkennen. Die ist vor ein paar Wochen noch komplett unter Wasser gestanden. Da war ja Hochwasser und nun haben wir mindestens um 2 bis 3 Meter weniger Stand. Ja, passt. Weiter. Ja, wie man hier schön sehen kann, sind hier Schneeglöckerl in Hülle und Fülle. Diese haben zwar noch nicht die Glöckchen offen, aber super. Schön anzusehen. Ja, ich bin auf meinem Plätzchen angekommen. Und ja, mein Sitzgelegenheit ist weg, sie ist wahrscheinlich schon im Schwarzen Meer, aber schaut euch das Wetter an. Jetzt riecht man mal alles gemütlich her und dann wird einmal gerelaxt. Jetzt machen wir noch ein bisschen Kleinholz. Und noch ein bisschen Holzbatonen. Und dann steht im Lagerfeuer nichts mehr im Wege. Ah, wie ich sehe, kommt da oben, ich glaube, ich hätte etwas schlechtes Wetter auf mich zu. Aber das ist jetzt egal. Ich sag mal, wir zünden da jetzt einmal an. Ich habe wieder vom Andi Autoarea diese Kiefernharz, die habe ich mir extra abgewickelt in so Taschentücher. Das ist sicher optimal. Wieder ein kleines Füchschen zum Starten für das Ganze. Und dann geht es endlich los. So. Etwas Birkenrinde habe ich schon hier reingelegt. Konstruktion fällt gerade zusammen. Ja, das wird schon. Lassen wir den Ganzen jetzt mal ein bisschen Zeit. Hoffentlich hält das Wetter durch. Da drüben kommt eine Front, ob das Regen ist oder Schnee. Na ja, lassen wir uns überraschen. Ja, brennt ja schon, Freunde. Ist ja schon perfekt. Ja, ich will auch kein Riesenfeuer machen, sondern nur ein kleines. Habe wieder ein paar Würste mit und die kommen wieder auf meinen Grillspieß. So, und das lassen wir jetzt einmal ordentlich anbrennen und dann haben wir sowieso schon eine schöne Glut. Ja klar, Holz ist noch etwas feucht, aber macht nichts. Ja, heute kommt wieder definitiv mein Grillspieß zum Einsatz. Ich habe mir diesmal 2 scharfe Würste mitgenommen, die ich verspeisen werde. Und die werden wir einmal
gleich herrichten. Das ist das erste Mal mit einer quasi Doublette im Einsatz. Ja, wir werden weiter oben anfangen, weil ich noch Flammen habe. Und schauen wir mal, dass die runterbrennen und dann legen wir es ordentlich drauf. Ja, Freunde, was ich noch anmerken wollte, also da war definitiv wer im Lager. Ja, was mich auch nicht wirklich stört, hier kann herkommen, wer will. Aber nur bitte keine Äste abschneiden von lebenden Bäumen. Ich habe das müssen da hinten auch entdecken. Lebende Bäume, da wurden Äste abgeschnitten. Freunde, das muss nicht sein. Da liegt so viel Totholz. Also beim nächsten Mal nehmt Totholz bitte. Ja, Freunde, das schaut jetzt einmal extrem lecker aus. Ja, Freunde, und heute an der Stehbar das Ganze. Oh, extrem leckerle. Ja, schaut sehr gut aus. So, natürlich ein Senf dazu. Ja, ohne den geht gar nichts. Herrlich. Schauen wir mal. Ja, wohin. Super durch. Ja, in dem Sinn, Freunde, einmal Mahlzeit. Sehr fein, sehr fein. Absolut geil. Ja, und wie mein verstorbener Vater immer zu sagen pflegte, Brot ist schwer zum Verdienen, dadurch kaufen wir es gar nicht und isst es gar nicht. Bleiben wir bei der Wurst, sehr gescheiter. Ja, ich will jetzt eigentlich gar keine lange Nase mehr machen. Ich schalte einmal die Cam ab und melde mich noch einmal wieder. Bis dahin. Ja, auf alle Fälle gibt es jetzt noch ein gepflegtes Käffchen. Ja, es ist im Augenblick doch etwas kühler. Also die Sonne ist weg und es wird doch kühler. So, machen wir noch ein Stickerl. Und dann ein bisschen einwecken. Aber jetzt. Und die Jets sind da. Naja, Freunde, war nicht anders vorauszusehen. Ja, Wasser ist drinnen. Ich muss hier noch etwas aufpassen, weil das Ganze nicht so hundertprozentig steht. Hier haben wir noch ein bisschen einen Windschutz. Ja, und jetzt warten wir, bis er schön langsam fertig ist. Und natürlich gibt es heute wieder den gepflegten Filterkaffee. Ja, Perforation aufreißen. Und einhängen. Und sich freuen drauf. Jawohl, da kocht sie schon und brodelt. Herrlich. Optimal. So. Jawohl. Ja, Schiffsverkehr ist auch wieder im Gange. Klar, bei Hochwasser haben die nicht fahren dürfen. Also ab einem gewissen Stand dürfen die nicht mehr fahren. Ja, Freunde, und es ist einmal wieder soweit. Mein Käferl, mein Käfchen ist fertig und ja, Freunde, wie immer an meine Krankensesseln, die vergesse ich ja eigentlich nie. Und natürlich auch den Rest, die zum Glück raus können und gesund sind. Prost, Freunde!
einfach nur herrlich. Ja, ich habe heute gemerkt, es war heute quasi eine Stehpartie, also ich bin heute gar nicht gesessen. Aber ja, ich habe keinen Hocker oder nichts dabei. Ich dachte eigentlich, dass mein Baumstamm da wäre zum Draufsitzen, aber naja, egal. Bin mir heute vorgekommen wie auf einen Würstelstand in Wien. Perfekt. Lernen wir noch ein bisschen Wasser drüber. Haben wir ja genug da. Und somit sind wir jetzt sicher auf der sicheren Seite. Ja, Freunde, ich habe schon wieder zusammengepackt und bin auch schon am Weg retour. Es ist jetzt wirklich extrem kühl geworden. Habe auch noch Besuch bekommen. Und ja, jetzt geht es schon wieder langsam zurück zum Ausgangspunkt. Ja, Freunde, ich bin am Rückweg, wie man sieht. Und ich werde mich gleich hier an dieser Stelle von euch verabschieden, wo wir einen schönen Ausblick noch haben. Und in dem Sinn, ich kann mich nur immer wieder bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Mann und pfiat euch die Burm.